trotz des lautstarken Systems. Ein System, was auch heutzutage natürlich mit den ersten Fahrzeugen, die wir in der ersten Reihe haben, von Start 1, das ist der Ronny Rewe, relativ schick. Ja, dann Nummer 16 steht daneben, das ist der Hans-Jürgen Schulz aus Eppenroth, und der Louis Popola. Mittlerweile haben wir ja auch den ersten Start, die USA geht auf die Reise. Dann Nummer 10 macht sich bereits zum Start, der Walter Schenk aus Spenge mit nach Hamburg, ebenfalls 1910 auch noch im Originallack. Ganz seltene Angelegenheit, aber technisch natürlich komplett überholt. Hat einen Eichenlauf vorne am Lenker, der dann eben Glück bringen soll. Ja, Start Nummer 14 habe ich hier den Wim de Kaart aus Zeewolde in den Niederlanden auf dem Marius A. Der ist Gold. Gibt auch noch zwei Messingbehälter, von dem dann eben der Rede viermal das Bordwerkzeug transportiert wurde. Also alles klassische Materialien, deswegen spricht man auch von Messingmotoren. Messing und Nickel herrscht hier als verwendete Materialien vor. Die Nummer 15 fährt durch. Das ist Bentig van der Lind aus Döttingen, hier auch der Douglas von 1913 in diesem Falle. Der Douglas, der langsam vorangekommen. Dann die Nummer 17, Hans-Dietz Springer aus Bielefeld und der Wanderer. Ganz was selten ist, dass nämlich die deutsche Seite das sogenannte Start nochmal angeschmissen wird. Das ist noch gekickt, wie man sagt. Dieser Teil wieder an den Start Nummer 20, der hat Oberfeld. Dann die Nummer 22, Henk van der Vill aus Bielefeld, auch in der Niederlande-Netz. Terror ursprünglich übrigens ein Schrittmaschinenhersteller. Im 21. Jahr Lanting aus Wildenwin mit der 150er Enfield von 1914. Die nächste Reihe geht ins Lauf und da haben wir Nummer 26, die jetzt gerade losfährt. Nummer 29 hier am Start, der Markus Graf aus Westerkappel mit einer Wanderer 237. Entschuldigung, 327, natürlich 1918, also Ende des Krieges gebaut. Alles pre-war, sagt man, vor dem ersten Weltkrieg. Nummer 27 fährt los, da heißt Kinder, das Schmalfeld und das Jungs. Nummer 33 macht sich bereit, der Lothar Lenner aus Langenhagen, auch wieder mit einer Wanderer, diesmal aus den 20er Jahren. Ja, ich glaube, sogar der ganze Fahrer, bitte. 29 ist der Markus Grafe aus Wanderkappen mit der Wanderer. Nummer 19 steht auch hier, etwas wie Detmars aus Sporthöfe mit einem Peugeot, Paris Nice. Paris Nice, ein Hinweis auf eine Wettfahrt, die damals gemacht wurde, Paris Nizza, die eben dann vom Peugeot gewonnen wurde, dementsprechend ist es eher ein Titel für das Motorrad auch. Auch das ein typisches Nickelmotorrad, was wir sehen, was da glänzt, das ist also kein Chrom, sondern ist der Vorläufer des Chroms, der leicht schimmernde, gelblich schimmernde Nickel. Start Nummer 32, der Gerd Holzmar aus Marum, hier dann mit der Indian Power Plus, also Indian, amerikanische Marke, Konkurrent von der Harley-Davidson. Ich glaube, da ist die Schule gerade zu fahren. Die andere macht sich auf den Weg. Ich glaube, die Start Nummer 1, die hat Nossel aus Lochen, aus Niederland mit einer Royal Enfield 180, kommen wir 1921. Da wird auch der Hund mitgenommen. Gute Reise, gute Fahrt. So, kommt ins Rollen. Eine Cleveland, eine Einzylindermaschine, auch aus Holland, gleich los. Hallo. Auch von Festland zu können. Start Nummer 42, der Jan Hissing aus Zehlen, auch aus den Niederlanden, mit einer Sunbeam. Auch ein tolles Modell, da achten wir mal diesen wirklich gravierenden Zylinder. Der einzige, der steht, ist, Sunbeam war ein großer Motorradhersteller aus England, der dann aber auch eben ab den 30er Jahren sehr erfolgreich im Motorradbau wurde. Viele große Hersteller haben ihre Wurzeln im Motorradbau und sind dann später in den Automobilbau übergewechselt. Start Nummer 43, das nächste gespannt. Das war die Susan Sohn aus Fellmar in einer DSAS von 1924 mit jungen Beifahrer und Hübschen. Daneben die 44, das ist der Roman Hammer aus England, ein bekannter Motorradbauer, der aber auch berühmte Autos gebaut hat, unter anderem die Autos, die sind in Körper gefahren. Da haben wir von Hermann Westmann, der fährt gerade vorbei, 1925 gebaut, das kommt ein bisschen voll. Das ist der Berg Kohl aus Lachtuten in den Niederlanden mit einem Triumph-Model A. 1918, also auch das Jahr, in dem dann der Erste Weltkrieg zu Ende war und in dem dann zum ersten Mal auch wieder im 20. Jahrhundert Zivilmotorräder produziert werden konnten. Wir haben also hier jetzt ein großes Starterfeld. Sie werden es merken, die weite Zeit des Motorrads mit der Start Nummer 51, die jetzt gerade hier vorbeifährt.
So. Schaff mal 52. Mal gucken, wer der nächste ist. Jawohl, da wird schon 30 geschoben. Die 53. Der sieht ganz Spaß oder schön rum in der Universell. Ganz seltenes Motorrad, muss man nachher mal interviewen. Ah, da wird mal angetreten, da wird mal angeschoben, das ist das gehört, der Riemenantrieb, jeder Riemenlund, daneben die nächste PKW, Startnummer 54, E200 von der FN, M60 FN steht Fabrik National, war also auch ein belgischer Waffenhersteller. Sie werden feststellen, ich habe jetzt dreimal schon von Firmen erzählt, die Waffen produziert haben. Die hatten halt das Equipment dafür und konnten dann eben auch relativ schnell über von der Schüttorf gehen von 1926. Und der Hermann Joe Macke aus Kloppenburg wieder mit einem D-Rad R04 gespannt, 1925. Dresden, die sich jetzt bereit machen, ist die Startnummer 67 der Eberhard Müller aus Buchen-Wötzingen mit der Terreau AT. Wie gesagt, Terreau, ein französischer Hersteller, der ursprünglich mal Schrittmaschinen hergestellt hat, aber dann sehr erfolgreich immer hohe Motoren drauf. 62 war das. Nein, das war ein NSU 501 Seemann, das war der Klassiker aus dem Hause von NSU. NSU bekannt später auch für seinen Automobilbau, aber eben hier noch als Motorradhersteller. Euer nächster, der 66, der Ben Segers aus Roll in Rheinland-Legen mit der BMW A42. Nummer 67 mit Eberhard Müller aus Buchen-Wötzingen mit der Rovina. Nummer 69 steht auch schon am Start, das ist der Thomas Seifert mit einer aus Bernau mit einer Globe-Iron, ein französischer Motorradbauer, großer Konkurrent von Terreau in den 20er und 34er Jahren. Unter anderem auf 62 dann jetzt der Sander Itax aus Medien-Niederland. Was wir hier haben, ist die Startnummer 70, der Harald Fiedler aus Bad Salzburg mit der Sunbeam Lokstrom. Eine Hulla, ein ganz bekanntes Fahrzeug, gefahren mit einer Pilotin, der Anke Wettgerage aus Lokstedt. Ein Hulla Standard ist das. Im Unterschied zum Luxusmodell, was dann wieder Chrom hat, kann man auch nicht lassen. Da haben wir eine Wanderer-Baujahr 1928, wurde uns präsentiert von Rainer Baldus aus Lengerich, dem herrlichen grünen Fahrzeug. Ja, ich habe gerade schon gesagt, ich würde gerne natürlich alle Motorräder noch kommentieren, aber man hat mich schon wieder verdonnert, am Marktplatz in Ebenhüren meinen Job weiterzumachen mit der nächsten Moderation. Oder die Teilnehmer gleich eintreten. Vorne noch die Startnummer 76 in Ariel von Mirek Kutscher aus Recklinghausen. Ariel SV aus seitlich der Robin Leben aus Sommerfeld in der FSU 501 der hoch natürlich. Startnummer 80 sehe ich gerade der Josef Garreis aus Kerbedorf auf dem DRA04. In dieser traditionellen grün-schwarzen Natur, da konnte man die D-Räder von Reifen schon am Nackbild erkennen. Neben noch eine MSU mit der wunderbaren Startnummer 100, die kann man sich immer so gut einprägen.